Hallo, ich bin die kleine Wolke Ananas. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Weihnachtsspecial. Frohe Weihnachten! Ananas rettet Weihnachten. Die Tage wurden zunehmend kühler und der Herbst neigte sich dem Ende zu. Die Wolken, die in den letzten Monaten der Erde viel Regen gebracht hatten, hatten auch im Winter viel zu tun. Denn was vorher als Regen aus den Wolken kam, wurde nun durch die kalten Temperaturen zu Schnee. Ananas liebte es zu schneien, denn im Gegensatz zum prasselnden Regen, der so herrlich auf die Straßen platscht, rieselt der Schnee leise und besinnlich aus ihr. Und genau diese Besinnlichkeit lässt die Menschen ebenfalls ruhiger werden und sich gedanklich auf eines der schönsten Feste des Jahres vorbereiten. Wie schön weiß die Erde inzwischen ist. Oh, und in ein paar Tagen ist schon wieder Weihnachten. In der Weihnachtszeit flog die Wolke Ananas am liebsten durch die Straßen, schaut heimlich in die Häuser, um den Menschen dabei zuzuschauen, wie sie friedlich zusammensitzen. Und natürlich auch, wie sie ihre Geschenke auspacken, die ihnen der Weihnachtsmann gebracht hat. Wie schafft es dieser Weihnachtsmann bloß, immer so viele Kinder glücklich zu machen? Er hat ja nur einen Tag dafür Zeit. Und wie Ananas noch so überlegte und schneiend über die Erde flog, hörte sie plötzlich ein lautes Seufzen. Sie flog dem Geräusch nach, bis sie in einer Waldlichtung einen großen Schlitten entdeckte. Und neben dem Schlitten stand er, der Weihnachtsmann, höchstpersönlich. Doch der Mann, der sonst alle Menschen fröhlich machte, sah selbst gar nicht fröhlich aus. Ananas flog zu ihm auf die Lichtung hinunter. Hallo, Weihnachtsmann! Was machst du hier unten? Und warum bist du so traurig? Ach, Ananas, es ist so furchtbar. Ich war gerade mit den Rentieren und dem Schlitten auf einem Testflug. Das mache ich immer, damit an Weihnachten auch alles klappt. Du weißt ja, ich habe nicht viel Zeit, um alle Kinder zu beschenken. Und da fingen meine Rentiere furchtbar an zu husten. Und wir mussten landen. Oh Mann, ich befürchte, sie haben die Rentiergrippe. Oh weia, wie kann das denn passieren? Weil es so kalt ist? Und sag mal, lieber Weihnachtsmann, woher weißt du eigentlich, wie ich heiße? Aber Ananas, ich bin der Weihnachtsmann. Ich kenne alle Lebewesen. Und natürlich kenne ich auch dich, kleine Wolke. Ja, das mit der Rentiergrippe kann schon mal passieren. Aber für gewöhnlich werden meine Tiere eher im Sommer krank, wenn es warm ist. Da haben sie dann genügend Zeit, um sich auszuruhen, bis sie Weihnachten wieder fliegen müssen. Aber nun sind es nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Was soll ich bloß machen? Also, ich kann ja auch fliegen. Vielleicht kann ich ja deinen Schlitten ziehen. Doch so sehr Ananas es probierte, der Schlitten bewegte sich keinen Millimeter vom Fleck. Ich hole meine Wolkenfreunde. Vielleicht können die ja mithelfen. Ananas flog los und natürlich wollten die Wolkenfreunde gerne helfen. Denn auch sie liebten das Weihnachtsfest und wollten unter keinen Umständen, dass es ausfällt. Und tatsächlich bekamen sie zusammen den Schlitten in die Luft und flogen den Weihnachtsmann und die Rentiere zum Nordpol. Dort angekommen, mussten die Wolken erst einmal verschnaufen. Puh, also hierher haben wir es geschafft, aber wir sind völlig aus der Puste. Und wir sind nur hierher geflogen. Ganz um die Welt, mit dem schweren Geschenkesack noch dazu. Das schaffen wir nicht. Das ist wirklich eine Katastrophe. Was sollen wir nur machen? Uns fällt bestimmt noch was ein. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir machen können. Und die Wolken flogen zum Wind. Hallo Wind,
Wir brauchen schnell deine Hilfe. Die Rentiere vom Weihnachtsmann sind krank. Und vielleicht hat der Mann im Mond ja auch eine Blume, die gegen Rentierschnupfen hilft. Oh, das ist schlimm. Natürlich niese ich euch gerne wieder zum Mond. Und Ananas holte die Mondblume hervor und der Wind nieste die Wolken wieder auf den Mond. Hatschi! Dort angekommen, erwartete sie schon der Mann im Mond. Ich habe euch schon erwartet, meine Freunde, denn ich habe alles durch mein Sternenfernglas beobachtet. Das ist wirklich eine schlimme Sache und viel schlimmer ist, dass ich euch dabei nicht helfen kann. Mondblumen wirken bei Rentiergrippe leider nicht. Oh je, was sollen wir denn bloß tun? Ich weiß es leider nicht, aber du hast doch inzwischen viele neue Freunde kennengelernt. Vielleicht haben Abilascha und ihr Vater Lesharo eine Idee. Indianer kennen sich doch auch mit Medizin aus Kräutern sehr gut aus. Die solltet ihr mal fragen. Ja, das werden wir machen. Oh, dann müssen wir uns aber beeilen. Meinst du, der Sandmann kann uns auch jetzt schon abholen? Es ist eigentlich für den Sandmann noch zu früh. Der schläft sicherlich noch. Ich schicke ein Sternchen los, um ihn zu holen. Sternchen, komm herbeigeflogen! Hallo, bin schon da, bin schon zur Stelle, was soll ich tun? Fliege los zum Sandmann, wecke ihn und bringe ihn hierher. Sag ihm, es ist ein Notfall. Bin schon weg, bin schon los, bin gleich da, bis gleich! Und das Sternchen sauste los zu einem versteckten Planeten, auf dem der Sandmann lebte. Sandmann? Sandmann! 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 Heisa, wer stört mich da bei meinem Tagesschlaf? Ach, du bist es, Sternchen. Warum bist du denn so aufgeregt? Der Mond im Wolken! Nee, die Wolken im Mann... Ach, Quatsch! Der Dings, der... Ganz ruhig. Was ist passiert? Notfall beim... Dings! Notfall beim Mann im Mond? Warum sagst du das nicht gleich? Hab ich doch! Und Sandmann und Sternchen flogen in Windeseile zum Mann im Mond zurück, wo Ananas das Problem erklärte. Heisa, das ist ja wirklich furchtbar. Ich fliege euch direkt zu den Indianern ins Dorf, damit wir keine Zeit verlieren. Und der Sandmann donnerte mit den Wolken in seinem Sternenwagen zum Indianerdorf. Abilascha und Lesharo staunten nicht schlecht, als der Sandmann und die Wolkenfreunde aus dem Sternenwagen stiegen. Ananas! Das ist ja eine tolle Überraschung! Aber was ist das für ein seltsames Gefährt? Bist du es, großer Manitou? Nein, Manitou bin ich nicht. Ich bin der Sandmann. Aber ich muss auch schnell wieder schlafen gehen, damit ich euch nachts den Schlafsand bringen kann. Und das Sandmännchen fuhr in seinem Sternenwagen davon. Wir brauchen dringend eure Hilfe. Die Rentiere vom Weihnachtsmann sind krank und wir benötigen Medizin, damit die Rentiere zu Weihnachten den Schlitten ziehen können. Oh je! Papa, hast du eine Idee, was wir machen können? Das ist wirklich schlimm, meine Freunde. Tatsächlich gibt es einen Trank, den wir für euch brauen können. Doch die Kräuter dafür wachsen nicht in unserem Dorf. Die gibt es nur auf einer Insel, die am Ende eines Regenbogens liegt. Dort stehen zwei Bäume und an diesen Bäumen wachsen die Kräuter, die wir brauchen. Ich kenne diese Insel, da war ich schon. Und ich weiß auch schon, wer für uns dort die Kräuter pflücken kann. Und die Wolken flogen so schnell sie konnten um die Erde zu der besten Freundin von Ananas, zu der kleinen Anna. Hallo Ananas, das ist ja schön, dass du mich besuchen kommst. Das sind ja meine Wolkenfreunde, die mir damals beim Waldbrand geholfen haben. Schön, euch wiederzusehen. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Aber wir haben ein großes Problem. Und wir brauchen unbedingt Kapitän Pupsnase. Guten Tag, meine Lieben. Hab ich da gerade meinen Namen gehört? Kapitän Pupsnase, wie schön, dass du hier bist. Na, ist doch klar. Es ist bald Weihnachten. Das verbringe ich immer bei meiner Landrattenfamilie. Ananas erklärte Pupsnase schnell das Problem. Beim Klabautermann? Ja, dann lass uns mal schnell lossegeln.
Weihnachten steht ja schon vor der Tür. Papa, darf ich auch wieder mal mitsegeln? Na klar, Anna. Diesen Wunsch kann ich dir doch nicht abschlagen. Auf See wandte sich eine Wolke an Ananas. Sag mal, warum heißt der Kapitän eigentlich Pupsnase? Das wirst du gleich erleben. Im selben Moment nahm Pupsnase sein Taschentuch hervor und wie jedes Mal, wenn er sich schneuzte, ertönte ein lautes Pupsgeräusch. Da mussten die Wolken, die das Geräusch noch nicht kannten, laut lachen und fingen vor Lachtränen an zu regnen. Die Wintersonne fiel auf den Regen und es erschien der Regenbogen. Somit fanden die Gefährten auch schnell die Insel wieder, die sie ja bereits schon einmal besegelt hatten, um Pupsnases Schatz zu suchen. Ich steige schnell vom Boot und pflücke die Kräuter vom Baum. Und schnell hatte Anna einen großen Sack voll Kräuter gepflückt. Wir segeln direkt durch zu den Indianern, damit die gleich die Kräuter aufkochen können. Los! Und Pupsnase setzte die Segel. Da erschien der Wind hinter ihnen. Ich werde euch helfen und stark in eure Segel pusten. Dann seid ihr schneller im Indianerdorf, als ihr das Wort Schnupfen sagen könnt. Danke, lieber Wind. Und der Wind pustete so stark er konnte. Und so erreichte das Schiff in kurzer Zeit das Indianerdorf. Da seid ihr ja wieder. Oh, und du hast noch mehr Freunde mitgebracht, Ananas. Das freut mich sehr. Hallo, ich bin Anna. Das ist mein Opa, Kapitän Pupsnase. Werft die Kräuter dort in den Topf auf dem Feuer. Und mit Manitus Hilfe werde ich euch den Trank brauen. Und mit einigen geheimnisvollen indianischen Beschwörungen kochte Lecharo die so dringend benötigte Medizin. Das sollte genügen. Vielen Dank, Lecharo. Ich wünsche euch eine gute Reise. So, ab hier müsst ihr leider alleine weiter. Der Nordpol ist zu kalt für meine Pupsnase. Uah. Und während Anna und Pupsnase wieder zurück nach Hause segelten, flogen die Wolken zum Nordpol. Da seid ihr ja wieder, Freunde. Habt ihr etwas gefunden, das die Rentiere heilen kann? Ja, sie müssen nur diesen Trank zu sich nehmen. Der macht sie im Handumdrehen wieder gesund. Und kaum hatten die Rentiere ein paar Schlücke von dem Trank aufgeschleckt, da wurden sie schon wieder deutlich munterer. Und wenige Minuten später standen sie schon am Schlitten und wollten wieder los. Vielen Dank, liebe Wolke. Was hätte ich nur ohne euch gemacht? Ach, Weihnachtsmann. Weißt du, du beschenkst doch immer jeden. Und jetzt warst du mal dran, dass dir jemand etwas schenkt. Möchtet ihr mich an Weihnachten begleiten? Es wäre mir eine große Ehre. Und wer sorgt für den Schnee? Flieg du allein mit Ananas. Und wir kümmern uns um die besinnliche Stimmung. Dann war es soweit. Der Weihnachtsabend war gekommen. Und wie verabredet flogen Ananas und der Weihnachtsmann um die Welt, um Mensch und Tier Geschenke zu bringen. Zuerst flogen sie nach Australien zum Känguru. Hier, Känguru, hast du ein neues Buch, damit du deinen Kindern weiterhin zum Einschlafen vorlesen kannst. Vielen lieben Dank, Weihnachtsmann. Weiter ging es nach Asien zum Panda-Bären. Für dich, Panda-Bär, gibt es eine extra Portion Bambus. Lass es dir schmecken. Ja, lecker. Der Grizzly bekam einen dicken Fisch. Das ist aber lieb von dir, lieber Weihnachtsmann. Den Fisch werde ich mir in meiner Höhle schmecken lassen. Frohe Weihnachten. Dem Fuchs wurde ebenfalls ein Geschenk gebracht. Eine neue Schaufel! Damit lassen sich meine Erdlöcher viel leichter graben. Vielen Dank! Auch Anna, der Feuerwehrmann und Kapitän Pupsnase gingen nicht leer aus. Eine neue Puppe, ist die schön? Ui,
Ein neues Taschentuch für meine alte Pupsnase. Ja, das ist ja doll. Dankeschön. Ein neuer Schlauch. Damit werde ich jedes Feuer löschen können. Zuletzt flogen Ananas und der Weihnachtsmann auf den Mond. Hä? Wolkenmann? Nee. Mond in Wolke. Ach, Quatsch. Mann im Dings. Mann im Mond. Komm schnell her. Ja, was ist denn, Sternchen? Ach, meine Freundin Ananas ist wieder da. Und wie ich sehe, sind die Rentiere wieder gesund. Ja, und du bist der Letzte, der noch ein Geschenk von uns bekommt. Ich? Ich brauche keine Geschenke. Du bist doch so häufig alleine. Deshalb ist unser Geschenk, dass wir zusammen mit dir den Weihnachtsabend ausklingen lassen. Natürlich mit leckerem Sternenspekulatius und Kakao mit Milch von der Milchstraße. Und das Sternchen ist natürlich auch dabei. Oh, lecker Kekstern... Kakao-Dings. Und nun wünscht die kleine Wolke Ananas euch allen frohe Weihnachten. Frohe Oster, Dings. Fröhliches Hanuch, frohe Weihnachten. Ich steige schnell vom Schiff. Ich steige schnell vom Tisch. Nochmal. Ich steige schnell vom Schiff. Ich steige schnell von Fisch. Schiff. Fisch. Das ist lustig. Aber trotzdem nochmal. Ich steige schnell in das Boot. Okay, pass auf, so können wir es auch machen. Jetzt kann ich selber nicht mehr. Ich steige schnell vom Boot. Ich steige schnell vom Boot. Und pflücke die Kräuter vom Baum. Und pflücke die Fische vom Baum. Und pflücke die Kräuter vom Baum. Die Blumen vom Baum. Oh, die. Und pflücke die Kräuter vom Baum. Kräuter vom Baum. Den ganzen Satz bitte. Und pflücke die Kräuter vom Baum. Und pflücke die Kräuter vom Krei. Und pflücke die Kräuter vom Baum. Und pflücke die Blumen vom Baum. Du machst doch mal ordentlich. Und pass auf, nochmal im Ganzen. Ich steige schnell vom Boot und pflücke die Kräuter vom Baum. Ich steige schnell vom Boot und pflücke die Kräuter dazu. Vom Baum. Sehr gut. Kannst du das nochmal, jetzt im Ganzen? Pass auf. Ich schneide schnell im Boot. Ich steige schnell vom Boot und pflücke die Kräuter vom Baum. Ich steige schnell vom Boot und pflücke die Kräuter vom Baum. Super.